Beim russischen Raketenangriff auf die Bahnanlagen im Ort Tschapline des zentralukrainischen Gebietes Dnipropetrovsk sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Kinder. Das russische Verteidigungsministerium lieferte eine andere Version. Getötet worden seien bei dem Schlag mit einer Iskander-Rakete mehr als 200 ukrainische Soldaten, die für Kämpfe im Donbass bestimmt gewesen seien, sagte Sprecher Igor Konaschenkov. Die Rakete sei in den militärischen Teil der Bahnstation eingeschlagen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb auf Twitter, die, die für den russischen Raketenterror verantwortlich seien, würden zur Rechenschaft gezogen werden. Die EU verurteile diesen schrecklichen Angriff auf Zivilisten. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet appellierte an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den bewaffneten Angriff auf die Ukraine zu stoppen. 6 Monate lang wird nun schon gekämpft. Die Risiken für Zivilisten und für die Umwelt sind unvorstellbar, vor allem in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja. Das AKW muss sofort demilitarisiert werden. Bachelet sagte, in dem Krieg seien bereits mindestens 5.587 Zivilisten getötet worden.